Hallo und guten Tag. Ich begrüße euch mit einem Bibelwort aus dem Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe zu Hause zwei Taschenlampen. Eine kleine, die leuchtet nur einen halben Meter weit. Damit kann man nicht viel sehen. Und die andere ist eine große, da kann man sehr weit leuchten. Und wenn man nachts im Dunkeln unterwegs ist, dann kann man damit den Weg genau sehen und man bewahrt sich selber vor Stolpern und Hinfallen. Ja, also eine große und eine kleine Taschenlampe. Wer in der Dunkelheit unterwegs ist, und das ist unsere Welt und unsere Zeit und unser Leben allzu oft, der braucht ein Licht. Der braucht ja eine Taschenlampe, der braucht etwas, was ihm den Weg hell macht. Und wir leben in schwierigen Zeiten und gerade in dieser Corona-Zeit, wir brauchen ein Licht auf unserem Weg. Wer sagt mir denn, wo es lang geht? Wer sagt mir denn, wie es weitergeht? Wem kann ich mich denn anvertrauen? Das ist die große Frage. In diesem Psalm sagt der Beter, dass Gottes Worte in der Bibel niedergelegt für mich ein Licht auf dem Weg ist, ein Licht auf dem Lebensweg. Und diese Worte Gottes, ja, sie wollen mich zum Ziel bringen. Sie wollen mich nicht irgendwie alleine lassen, sondern sie wollen mich mitnehmen, damit ich nach Hause komme. Und sie wollen mir die Angst nehmen. Deswegen ist es immer gut, diese Worte der Bibel, diese Worte Gottes zu kennen. Im Moment haben viele Menschen, vielleicht du auch, ja, mehr Zeit als sonst. Was liest du gerade? Was liest du gerade in der Bibel? Vielleicht wäre die Möglichkeit da, ein bisschen was noch mehr zu lesen und ja, das eine oder andere Kapitel noch anzufangen. Vielleicht ja, ganz andere Abschnitte als bisher. Ich lese zurzeit das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Manche sagen, ein ganz schwieriges Buch. Aber für mich ist es ein Buch, das mich froh macht, das mich dankbar macht. Ja, wie jemand sagte, es ist ein Buch, das glücklich macht. Denn in diesem Buch wird deutlich gesagt, einer hat alle Geschichte und alles Weitere in der Hand. Und er weiß, ja, was wie lang dauert und ja, er kennt auch das Ziel. Er hat alles in der Hand. Das war für die Christen damals und ist es bis heute immer wieder auch ein tröstliches Wort in schwieriger Zeit. Mein Leben, meine Geschichte, dein Leben, deine Geschichte, alles ist in Gottes Hand. Und alles, was kommt, ob böse oder gut, alles steht unter seiner Herrschaft und er gibt allem seine Zeit. Ja, es tut gut, das zu beherzigen. Es macht froh und ja, wie gesagt, es macht glücklich. Ja, dieses Wort Gottes zu beherzigen, sich davon ermutigen zu lassen und deswegen ja, lese ich sehr gerne darin. Und was könntest du lesen? Was ist es, was dich ermutigt? Wovon lässt du dich ermutigen? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gott schenke euch einen gesegneten Tag. Auf Wiedersehen.